Wie schön, dass du da bist. Es geht heute um Handgelenke. Ich mache immer wieder die Beobachtung im Yoga, dass ganz viele Menschen sehr schnell an eine Grenze kommen, wenn es viele Stützhaltungen gibt, im Vierfüßlerstand, im Hund, dann wieder vielleicht ein Seitstütz. Und je dichter das wird von der Belastung, desto eher wird klar, dass die Menschen einfach ja, ihr Handgelenk im Grunde zu wenig nutzen, denn es ist darauf ausgelegt, Kraft zu übertragen von der Hand in den Arm. Und das in einem ganz filigranen Gebilde von 7 Knöchelchen im Gelenk, die von den 5 Mittelhandknochen dann die Kraft übertragen in die 2 Unterarmknochen. Also wir haben auf der einen Seite ein ganz filigranes Gebilde, auf der anderen Seite eine im Alltag Unterforderung dieses Gelenks. Und auf der Yogamatte dann sehr, sehr schnell eine Überforderung dieses Gelenks. Was immer wieder an Diagnosen hier auf der Yogamatte genannt wird, das ist entweder Karpaltunnelsyndrom oder Arthrose im Handgelenk. Und auf jeden Fall ist es ratsam, einen Arzt dazu zu befragen, was geht, was kann ich machen. Und wenn stechende Schmerzen sehr unangenehmerweise auftreten, dann auf jeden Fall das abklären. Ansonsten möchte ich dich einladen, einfach sanft und achtsam an diese Übung, die ich dir heute zeige, 5 an der Zahl, heranzugehen. Und du wirst mit der Zeit dein Handgelenk trainieren können, kräftigen können und so dann mit mehr Stabilität, mit mehr Sicherheit und auch mit mehr Ausdauer in den Handgelenken in diese Stützhaltung gehen. Dann lass uns loslegen. Für diese 5 Übungen brauchst du eigentlich, wenn überhaupt, nur eine Matte. Einige Übungen kannst du auch ohne Matte machen. Und wir beginnen mit einer Übung, die du ohne Matte tatsächlich ausführen kannst. Dafür lockern wir die Faszien entlang des Unterarms bis Richtung Hand hin und beginnen an der Armaußenseite. Du nimmst deinen Daumen und Zeige und Mittelfinger der anderen Hand jeweils und beginnst dann mit so einem ja schon beherzten Druck hier an dem Außenknochen des Ellenbogens, so mit streichenden, drückenden Bewegungen von verschiedenen Ansatzpunkten ausgehend von oben nach unten die Faszien zu massieren und Verklebungen dadurch zu lösen. Das machst du einige Male. Von oben nach unten, hier an der Außenseite des Armes entlang. Und gehst dann in einem zweiten Schritt an die Innenseite und beginnst dann hier von unten nach oben. Nimmst also wieder etwas Druck rein und beginnst vom Handteller aus nach oben hin einige Male diese Faszienketten entlang zu streichen, entlang zu drücken und zu massieren. Das Ganze entspannt, bringt Wärme auch in den Arm, ist eine wohltuende Wirkung. Und das machst du dann natürlich auch mit dem anderen Arm. Ich zeige jetzt immer nur eine Seite und du machst natürlich immer beide Seiten. Die zweite Übung ist die Hautfaltenübung. Dafür nimmst du dir zwischen Daumen und Zeigefinger wirklich so die Hautfalte deines Handgelenks und ziehst die Haut, kneifst dich quasi so ein bisschen, fühlt sich an wie so diese Brennnessel-Geschichte, die wir als Kinder gerne gemacht haben. Und auch hier entsteht Wärme. Geh so richtig ruhig das Handgelenk einmal richtig rum. Mal so rum, mal andersrum, bis das alles richtig schön belebt und durchwärmt ist. Das natürlich auch wieder auf der anderen Seite. Die dritte Übung ist auch wieder ganz simpel. Du faltest deine Hände und mobilisierst die Handgelenke in ihrer Beweglichkeit, in ihrem Bewegungsradius, indem du so Kreise beschreibst oder wie so eine liegende Acht kann sich das auch anfühlen. Bringst Lockerung ins Gelenk. Und schließt dann hier aus der gefalteten Haltung der Finger eine Streckung im Gelenk an, indem du hier
die Hände in Verlängerung der Unterarme gibst und die Ellenbogen nach außen ziehst, schön. Einfach ein paar Mal ziehen und stell dir ruhig vor, wie diese ganzen inneren Strukturen, die Knöchelchen hier auseinandergezogen werden. Nutze gerne den Atem, um bei der Übung präsent zu sein. Das war Übung Nummer 3. In der nächsten Übung gehen wir in den Vierfüßlerstand. Wie du das kennst, du richtest schön die Gelenke im rechten Winkel aus, sodass du rechte Winkel im Körper hast und die Gelenke übereinander sind, die Handgelenke unter den Schultern. Und dann beginnst du wieder mit einer Hand, indem du die Finger richtig schön weit aufgefächert Richtung unter deine Nase zeigend drehst und mit der anderen Hand schiebst du quasi mit dem Handteller auf den anderen Handteller und gibst richtig Druck gegen das Gelenk, während die zur Seite gefächerte Hand in den Boden drückt. Wir arbeiten im Yoga viel mit Druck und Gegendruck und das aktivierst du hier. Atme dabei, halte für einen Moment und hab deine Präsenz im Handgelenk, in dem, was da jetzt gerade abgeht an Energie, an Öffnung, an Flexibilität. Dann drehst du diese Hand mit den Fingern nach außen vom Gesicht weg und nimmst jetzt die freie Hand und schiebst von der Arminnenseite gegen das Gelenk und gibst hier richtig Druck rein. Sorgst hier für eine wachsende Flexibilität im Handgelenk. Immer achtsam, immer die Schmerzgrenze im Auge behaltend. Hältst auch hier für die Dauer von so 3 bis 5 bewussten Atemzügen, je nachdem, wie es für dein Handgelenk geht. Das Ganze wiederholst du natürlich auch auf der anderen Seite und du kannst zwischendurch immer mal wieder in ein Lockern der Handgelenke gehen. Du kannst zwischendurch auch mal so die Handgelenke dehnen, in dieser Weise die Meridiane aufwecken entlang der Arme. Was zusätzlich erfrischt und belebt. Dann kommen wir zur Übung Nummer 4, dem Handliegestütz, eine ganz beliebte Übung bei Akrobaten, die diese Übung nutzen, um sich auf den Handstand zum Beispiel vorzubereiten. Und zwar bist du auch hier wieder im Vierfüßlerstand und du darfst gerne erstmal die Hände einzeln üben, wenn du noch am Anfang stehst dieser Kräftigungsübung, nimm dir erstmal eine Hand vor, die du abwechselnd hebst und senkst mit dem Handteller. Das heißt, die Finger sind wieder weit gefächert und versuche hier die Schulter möglichst ruhig zu halten, den Oberkörper möglichst nicht nach hinten gehen zu lassen, sondern die Bewegung allein aus dem Handgelenk und Unterarm kommen zu lassen. Du schiebst dich mit dem Handteller von der Unterlage weg. In den Handliegestütz. Und wenn deine Handgelenke kräftig genug sind, du genügend Stabilität da spürst, kannst du das gerne auch mit beiden Händen gleichzeitig machen. In deinem Tempo. Achtsam. Wunderschön kräftigend aufbauend für die Handgelenke. Mach gerne auch hier nach wieder eine kurze Pause. Entspanne die Finger, entspanne die Hände. Und die letzte Übung ist die einzige, wo du wirklich eine Matte für brauchst, wo du liegst. Und zwar in der Haltung des Bären. Leg dich hierfür flach auf den Rücken
Und gib Arme und Beine gestreckt Richtung Boden, so eine schöne Übung für Bauch und Rücken. Und dann beginne erstmal Hände und Füße zu kreisen. Du nimmst hier also die Fußgelenke mit in die Aktivierung, in die Lockerung. Und mal so in alle Richtungen, wie es sich so ergibt. Und dann auch hier mal eine andere Bewegung noch, das Wechseln zwischen Greifen und Ausstrecken. Parallel dazu kannst du auch die Zehen so ein bisschen spreizen, den Fuß flexen und wieder zurück. Achte dabei darauf, dass du den Atem nicht anspannst, dass du weiter atmest, gerne lächelst. Und mach hier so viele Wiederholungen, wie es für dich gut geht. Das waren die 5 Übungen für kräftige und flexible Handgelenke. Ich hoffe, du nimmst das eine oder andere mit. Ich wiederhole es dir nochmal unten im Text, damit du auch nochmal nachlesen kannst. Und schreib mir gerne deine Erfahrungen, was du erlebst, wenn du so ein bisschen mehr in deine Handgelenke gehst, wie sich das auswirkt auf deine Yoga-Praxis. Ich wünsche dir einen kräftigen, flexiblen Tag. Bis bald.